So, kleines Update von heute nochmal. Wir haben jetzt gerade geguckt, welches Krankenhaus wir anfahren, und wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nach Valencia fahren. Das Problem ist halt, mit dem Herzen ist das so eine Sache. Ja, ich nehme jetzt viel Blutverdünner, 3 Stück heute schon, und das Problem ist halt weiterhin da mit dem Herzen. Und nur weil es im Moment noch gut geht, heißt es ja nicht, dass es ewig gut geht. Und ja, wir werden nach, wie heißt das Dorf, Almasana, keine Ahnung, irgendwie so fahren, hat nicht die beste Bewertung, ist aber am nächsten dran. Und ja, müssen wir halt natürlich die ganze Route jetzt verändern, aber da liegen auch noch eine Menge Höhenmeter vor uns. Ich glaube an die 1000 Höhenmeter insgesamt oder mehr, 1100, 1200, keine Ahnung. Nicht ein Berg, sondern insgesamt von der Strecke, es sind ungefähr 70 Kilometer, also es wird sehr, sehr anstrengend. Werden wir wohl in 2 Tagen schaffen. Das Problem ist, 2 Tage ist Wochenende. Also auch ein bisschen scheiße. Am Wochenende mal in die Notaufnahme zu gehen, ist nicht so gut, weil die Versorgung da nicht sehr gut ist. Und nur die Notärzte da sind in dem Falle. Also bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Wir brauchen ja auch jemanden, wieder mal einen Engel, der uns hilft, wo wir bleiben können, wo wir unsere Sachen lassen können. Und weil Valencia wäre nochmal je nach Fahrt, je nach Richtung um die 120 Kilometer. Und es würde uns bei den Bergen, die wir denn vor uns haben, mit den Höhenmetern und mit den Steigungen, die natürlich auch nochmal sehr, sehr krass wären, 3, 4 Tage kosten Minimum. Ich denke, so lange kann ich nicht mehr warten. Es ist halt eine Situation, die schon ernst ist. Und ich merke es ja auch, wenn ich mich bewege, wenn ich atme hin und wieder. Ich merke den dauerhaften Druck an den Stellen am Herzen. Ja, ich hätte nach Albacete gehen sollen. Natürlich hätte ich es machen müssen, sollen, wie auch immer. Habe ich aber nicht. Wir sind weitergefahren. Und ja, nur heißt es halt durchhalten, so wie immer, weiterkämpfen. Und wir werden gucken, dass wir in Albacete da. Ach, Albacete. Ja, in dem Dorf, was ich gerade gesagt habe, ist ja. Almasan. Dahin fahren und gucken, dass wir da die Behandlung bekommen, die vielleicht notwendig ist. Und wenn erstmal was nachgeguckt wird mit einem Ultraschall, Blutabnahme, was auch immer, es wird halt alles ein bisschen kompliziert werden, gerade auch was die Bezahlung angeht. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass sie mich stationär aufnehmen. Für Ellie ist das jetzt nicht so gut. Da müssen wir gucken, wie wir da, ja, wie wir da die Lösung finden. Und wir hoffen, dass wir jemanden finden, wo sie bleiben kann in der Zeit. In der Nähe. Und ja, große Herausforderung auf dieser Reise, würde ich sagen. Aber so wird es jetzt erstmal sein. Also wir fahren morgen, haben wir einen fetten Anstieg von 15, 60, 15, 16%. Also das wird richtig, richtig schlimm. Wie gesagt, jetzt ist ja auch beim Atmen hier tut es weh. Genau hier in dem Bereich. Ständiger Druck, auch wenn ich mich nach vorne beuge, stechen und so weiter. Also es ist schon da alles und es sollte halt abgeklärt werden. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Die Achsel kann man auch noch machen, ja, mit den Abszess unterm Arm muss auch gemacht werden. Also es lohnt sich wirklich ins Krankenhaus zu fahren und wir hoffen, dass wir das alles noch rechtzeitig hinkriegen. Und wenn nicht, ich sage ja, das ist die Reise meines Lebens.